Das sind hier ein Willkommen zurück und heute kommt ein Video, das schon lange überfällig ist und ich muss sagen, ich freue mich auch sehr darauf. Ich bin relativ harsch in das ganze YouTube-Thema eingestiegen, habe direkt mit Autocontent losgelegt, ohne irgendwie etwas über mich zu erzählen, wer ich bin, wo ich herkomme, was ich mache. Und genau das hatte ich dann eigentlich auch unter fast jedem Video in den Kommentaren, dass ich doch mal ein bisschen mehr über mich erzählen soll und ich freue mich jetzt auch wirklich sehr darauf, das zu tun, weil wir gehen ja die ganze YouTube-Thema oder die ganze YouTube-Reise gemeinsam an. Und deswegen ja, bin ich es euch irgendwie auch schuldig, oder? Weil ich möchte einfach, dass wir uns besser kennenlernen. Und da man einfach in meinen Videos sieht, wie ich mit dem Jaguar oder mit dem Porsche auf irgendwelchen Auto-Events unterwegs bin, werden doch relativ viele Vorurteile und voreiligen Schlüsse gezogen. Und da wollte ich halt einfach so ein bisschen Klarheit verschaffen eben in das Ganze. Ich habe mich dazu jetzt einfach mal ins Auto gesetzt, weil hier irgendwie fühle ich mich am wohlsten, hier fühle ich mich safe und hier auch geschützt, weil ich finde, das ist so ein Thema nur zwischen uns. Und ja, ich bin jetzt einfach nur ein paar Meter mal rausgefahren. Hier ist es schön, hier ist hell. Und ich denke, da können wir es in Ruhe machen, sitzt jetzt gerade im GT4 und genau, deswegen legen wir einfach mal los. Ich habe auch kein wirkliches Konzept, ich rede jetzt einfach mal drauf los und ich denke, das wird die beste Variante sein. Es könnte daher vielleicht auch ein etwas längeres Video werden, ich versuche mich aber kurz zu halten, dass alle Infos da sind, ohne groß auszuschweifen. Und zu mir, also mein Name ist Dustin Wolf, ich bin am 20.11.97 geboren und komme hier aus dem wunderschönen Remchingen. Und seit ich denken kann, ist dieses automobile Thema in mir drin. Einer der ersten Bilder von mir war auch mit einem Spielzeugauto und ab da hat es wahrscheinlich dann auch irgendwie begonnen. Ich habe dann angefangen als kleiner Junge diese Hot Wheels dann auch zu sammeln und habe dann so riesige Ausstellungen gemacht, ne? Habe dann so Events gespielt etc. Das war eigentlich genau mein Leben und ich habe tatsächlich viel Zeit auch bei mir eher zu Hause verbracht und mit den Autos, anstatt viel draußen zu sein tatsächlich. War irgendwie vielleicht so ein nerdy Kind. Ich war schon draußen, aber irgendwie habe ich mich am wohlsten gefühlt bei mir in meinem Zimmer mit meinen Autos. Und ja, mit meinen Kleinen, ne? Habe dann da irgendwie auch so Regale gebaut, wo man die schön hinstellen kann und so weiter. Das war irgendwie genau mein Ding. Später dann bin ich umgeswitcht und habe all mein Geld gespart, um diese 1:18er Modelle da zu holen. Damals waren die ja irgendwie noch bezahlbar, ne? Da haben die so 30 Euro gekostet oder so. Mittlerweile kosten die ja 100 plus und so. Das ist echt Wahnsinn, was da für eine Entwicklung ist. Und da habe ich mir halt auch immer wieder weiter gesammelt und die angeguckt. Und, Lego Technik war natürlich dann auch immer so mein Ding. Habe so diese Lego Technik Modelle gebaut, habe die umgebaut, auch getuned und so weiter. Das war echt, keine Ahnung. Wie gesagt, ich kenn's irgendwie nicht anders. Irgendwann ist es tatsächlich dann aber so ein bisschen umgeswitcht, so ein bisschen in diese Hi-Fi-Szene, in diese Lautsprecher-Musik-Szene irgendwie. Und habe dann auch angefangen, mein Zimmer umzubauen mit unfassbar vielen Lautsprechern. Damals noch nicht so wirklich auf Klang. Ich habe halt einfach probiert und habe alles auseinandergenommen. Ja, ging dann auch weiter, dass ich schon mit 14 angefangen habe, den Smartphone meinem Bruder umzubauen, so mit Lautsprecher. Ich habe gesagt, hey komm, lass es doch zusammen machen, ne? Weil die Anlage klingt total kacke. Wir bauen die um und dann klingt es besser. Und dann haben wir da so die Türen gemacht, da habe ich so Subwoofer gebaut, weil ich das irgendwie ultra ein geiles Gefühl fand, diese laut brummenden Autos irgendwie, diese Schallwellen, die alles an dir zum Beben bringen. Ich habe das so geliebt. Und das habe ich dann auch so eine Zeit lang gemacht irgendwie. Ne? Habe dann auch tatsächlich mein erstes Auto dann intensiv umgebaut. Das war ein Opel Insignia Diesel Kombi, weil eigentlich habe ich den nur gekauft, um dann halt komplett hinten alles rauszureißen und dann alles voll quasi ein riesen Subwoofer-Gehäuse da rein zu hämmern. Und, aber habe dann irgendwie bemerkt, dass das Auto doch nicht ganz so passend dafür war. Dann habe ich da mich noch in diese Sound-Quality-Schiene so ein bisschen rein verfangen. Also habe dann alles so mehr oder weniger auf dieses High-End-Teil da umgebaut. Heißt also quasi, dass wir so Kick-Panels gebaut haben unten für den Kickbass. Wir haben Hochtöne in die A-Säule schön reingemacht und dann das Armaturenbrett mehrmals rausgenommen, um da die Mitteltöne reinzumachen, mit der Position viel rumgespielt. Habe dann auch viel mich in diesen Szenen da bewegt, um halt rauszufinden, wie man den besten Klang einfach rauskriegt. Ne? Hab mir dann so Endstufen anfertigen lassen. Also so Dual-Mono-Endstufen, die auf den Hochton angepasst waren, die dann so 10 Watt Class A gemacht haben. Und für den Mittelton nochmal so eine Dual-Mono, die dafür abgestimmt war. Dann noch eine für die Kickbässe. Und es hat auch echt Bock gemacht und wirklich perfekt im Auto Musik. Und die Sache ist, wenn man es nicht kennt, versteht man es nicht. Aber das ging bei mir auch erst los, als mich mal ein Kumpel in so ein Auto reingesetzt hat, wo wirklich perfekt geklungen hat. Man kann sich es nicht vorstellen. Du sitzt da drin und grinst einfach nur noch. Ne? Du denkst dir so, what the fuck, wie geil. Wie geil. Weil man hat prinzipiell nur rechts und links Stereo, Lautsprecher, aber die haben das so abgestimmt, dass wirklich alles zentral von der Mitte kommt. Ne? Die ganze Bühne ist in der Mitte. So diese Effekte, wie präzise und geil du einen Tiefbass hast und so, wie laut man das machen kann. Das war so geil. Und das wollte ich dann halt auch unbedingt machen. Und war auch eine geile Zeit, habe viel gelernt. Das habe ich dann auch weiter gemacht, aber irgendwann habe ich erkannt, so boah, ja, war geil, aber ich weiß nicht, irgendwie ist Fahren
und das ganze Thema Auto selber irgendwie doch mehr drin. Und deswegen hat es dann auch relativ schnell wieder aufgehört und habe das Auto dann auch verkauft und etc. Habe dann immer weiter gespart ab da. Und da kommen wir auch schon zum Thema, ja, wie mein beruflicher Werdegang quasi war. Ja, eigentlich relativ simpel. Ich habe eine Ausbildung gemacht als Elektroniker für Geräte und Systeme, weil ich ja nicht immer dachte, ich werde Ingenieur. Ne? Habe dann aber relativ schnell gemerkt, boah, nee, das werde ich nicht. Das ist mir irgendwie zu kopflastig, zu theoretisch etc. Das war dann irgendwie doch nicht so meins. Ja, ein Studium kam irgendwie nie so wirklich für mich in Frage, weil ich mit unserem Bildungssystem nicht so wirklich anfreunden konnte. Immer noch nicht, wenn ich ehrlich bin. Weil mein Klassenlehrer kam damals auch noch vorm Studium, also quasi noch in der Schulzeit, zu uns rein und hat auch gemeint, Leute, ein Großteil, was ihr hier lernt, werdet ihr später wahrscheinlich nicht mehr brauchen. Es geht einfach nur darum, wie ihr ans Ziel kommt. Ob er damit recht hat, sei dahingestellt. Aber für mich war das dann irgendwie schon ein Moment, ja so, oh, was mache ich denn hier? Und irgendwie, keine Ahnung, das war oft so Thematiken, wo ich dachte, warum soll ich das jetzt lernen? Mich interessiert das jetzt gerade nicht. Irgendwie habe ich auch nicht das Gefühl, dass ich das brauche. Ich sage nicht, dass alles komplett unnütz ist. Überhaupt nicht. Es gibt viele und genug Themen, die einen wahrscheinlich auch im Alltag mitnehmen, wo man immer denkt, man braucht es nicht, aber irgendwie ist es doch da. Ne? Also das will ich überhaupt nicht sagen. Aber war trotzdem irgendwie der größte Teil so, wo ich sage, in die Richtung soll es nicht gehen. Und auch im Studium, ich habe das natürlich viel beobachtet über ältere Freunde und so weiter, was die da so machen. Und ich höre immer das Gleiche. Ne? Die hauen sich das ganze Wissen ins Kurzzeitgedächtnis raus, spucken das dann quasi in den Klausuren aus und vergessen dann die Hälfte davon wieder. Und später brauchen wir das nicht. Das war für mich immer so ineffizient. Warum soll ich das machen? Wenn ich jetzt mich über irgendwas informieren will, dann informiere ich mich darüber, dann interessiert mich das Thema und dann fällt mir auch das Lernen leicht. Und wenn ich das halt gerade nicht brauche, dann brauche ich es halt auch einfach nicht. Ne? Und da hatte ich dann auch irgendwie so eine Wette mit ein paar Kumpels von mir und habe gesagt, komm, ich mache meine Ausbildung und arbeite mich in derselben Zeit an die gleiche Position, wie wenn du ein Studium machst und dann quasi direkt einsteigst. Und es hätte dann auch tatsächlich geklappt, aber ich bin dann auch vorher schon runter, weil irgendwie ich mich auch mit dem Angestelltensein nicht so wirklich identifizieren konnte. Denn jetzt kommen wir zu dem Thema, was meine Eltern dann auch machen, wie ich aufgewachsen bin. Ja, meine Eltern sind selbstständig. Oh, und jetzt kann man natürlich gleich direkt verurteilen. Ja, ich hab's gewusst. Reicher Sohn, ne? Kriegt alles in den Arsch geschoben. Aber Leute, ich kann euch sagen, nee. Also wirklich 0,0. Und es heißt auch nicht nur, weil jetzt meine Eltern selbstständig sind, dass wir irgendwie in der Millionärsfamilie oder so sind. Also das ist immer weit davon weg. Also wirklich weit davon. Was machen wir denn? Für die sich so ein bisschen mit Sportschießen auskennen, also sprich Luftgewehr und Kleinkaliber, die tragen ja eigentlich immer so eine komplette Montur, sprich Jacke, Hose, Schuhe, so eine ganz spezielle, die halt einfach dazu dient, dass der Schütze nochmal stabiler steht, die ihm halt einfach beim Schuss supporten, also quasi, dass du einen super stabilen Stand hast und alles rausholen kannst, um so präzise wie möglich zu schießen. Das heißt, sprich, ich bin in der Firma eigentlich auch aufgewachsen seit Geburt an, bin schon immer auf Messen unterwegs und habe es dann auch schon immer gelernt, samstags und sonntags halt auch zu arbeiten und immer Gas zu geben, immer Gas zu geben und es eben zu machen. Und habe dann eben auch früh gelernt, was es eben heißt, komplett eigenständig zu sein. Ne? Also keinen Arbeitgeber zu haben, wo monatlich eben dann geregeltes Einkommen reinkommt und du halt deine Aufgaben erledigst und dich um nichts kümmern musst, weil du hast eine riesen Verantwortung. Und es gab viele Monate, wo wir auch definitiv mal jeden Euro umdrehen mussten. Sehr, sehr, sehr viele, gerade halt auch zu Corona-Zeiten. Da komme ich aber auch gleich nochmal drauf. Ja, was es halt einfach heißt, so eine Firma zu leiten, aufzuziehen, zu managen, auf Wochenends auf Messen zu gehen, etc. Wahrscheinlich war das halt auch so ein Grund, warum ich mit dem Angestelltensein nicht so wirklich klarkam, weil, keine Ahnung, irgendwie war das für mich ja immer so eine Philosophiefrage. Ne? An sich habe ich meine Arbeit gern gemacht und war auch cool, war auch wirklich super Bedingungen in der Firma. Da gibt's nichts. Uff, jetzt war es gerade super laut, jetzt habe ich so ein bisschen Fahren verloren, aber jetzt meine ich nochmal schnell. Jetzt ein bisschen runter, weil es sehr, sehr warm wird. Ja, jetzt glaube ich, weiß ich wieder. Es war zum Thema, warum ich mit dem Angestelltensein nicht so wirklich klarkam. Ja, weil für mich war das so ein bisschen eine Philosophiefrage. Ich finde, wenn man was macht, dann, also aus meiner Sicht, da ist jeder anders und das ist jetzt auch nicht, dass jeder es so machen sollte. Das war einfach nur mein Ding. Wenn ich was mache, dann will ich es zu 100% von Herzen gern machen, weil man investiert halt einfach 8, 9, 10 Stunden seines Lebens täglich da drin. Und wenn ich das nur mache, um irgendwie Geld zu verdienen und so, dann ist es doch irgendwie der falsche Ansatz, also meiner Meinung nach. Und da habe ich mich Januar 2020 entschieden, bei uns in die Firma einzusteigen. Und es ist jetzt wirklich keine einfache Sache gewesen, weil mal kurz jemanden wie mich einzustellen, war jetzt halt auch nicht unbedingt halt gerade mal so easy drin. Aber ich habe gesagt, komm, trotzdem, wir gehen das Risiko ein. Ich spare mich halt weiter ein in den ganzen Sachen, reduziere alles. Aber ich möchte das halt machen, weil irgendwie da sehe ich mehr Sinn für mich drin und mehr, da sehe ich mich halt einfach mehr drin. Und
Ja, bin dann eingestiegen und dann, ihr wisst alle, 2020 Corona kam. Boom. Die Schützenhäuser waren zu, keiner konnte mehr groß schießen, 80% Umsatzeinbußen und dann noch jemand wie mich direkt dazu. Ich war voll motiviert, bin eingestiegen und dann ging es direkt, bam. Also voll in die Fresse, kann man quasi sagen. Ne? War keine einfache Zeit. Also das war wirklich, da hat man mal wirklich gelernt, mit so wenig wie möglich auszukommen. Aber prinzipiell, da ich eh nie einer war, der super groß Geld außer für Autos irgendwie ausgegeben hat und auch keine großen monatlichen Fixkosten hatte, weil ich mir die immer versucht habe, so niedrig wie möglich zu halten, hat es dann doch geklappt. Es war trotzdem nicht einfach, weil du halt wirklich auch, wie gesagt, Autos war mein Ding. Ich habe selbst gesagt, nee, ich fahre jetzt nicht irgendwie aus Spaß irgendwo hin oder mal einen Kumpel besuchen, weil ich möchte mir die Spritkosten sparen und so weiter. Das war wirklich nicht einfach so in der Zeit. Aber wir haben es hinbekommen, wir haben komplett umgedacht. Ich habe mich selbst als Mensch, habe ich mich, glaube ich, um 180 Grad gedreht von allerlei Ansichten, von allerlei Fokus, von allerlei Dinge, wo ich wirklich erkannt habe, klarer Fokus setzen, wo es hingeht. Wir müssen die Firma voranbringen, wir müssen die Firma komplett umkrempeln. Und das haben wir dann auch gemacht. Und deswegen, ich übernehme alles drumherum. Und das ist wirklich nicht wenig. Also sprich, die komplette Vermarktung von der Firma. Instagram, Social Media, Webseite, komplett neuer Webauftritt. Wir haben einen Konfigurator gemacht. Wir haben komplett neue Strukturen gemacht. Wir haben neue Produkte entwickelt. Wir haben das Gebäudemanagement gemacht. Wir haben so Sachen wie sogar Solar aufs Dach und Verkabeln etc. Das haben auch alles wir selber. Wir machen auch alles selber. Komplette Produktfotos. Alles machen wir selber. Und es ist halt unmenschlich viel Arbeit. Aber da wir halt auch gerade in der Corona-Zeit halt gelernt haben, wir möchten weiterkommen. Wir haben jetzt theoretisch auch Zeit, das zu machen. Aber wir haben kein Geld. Haben wir halt gelernt, alles selber zu machen. Und haben die Zeit dann halt auch jedenfalls genutzt und haben dann die Firma sehr, sehr, sehr weit umgekrempelt und aber halt auch neu positioniert und positiv aufgestellt, würde ich sagen. Jetzt bin ich ein bisschen ausgeschwiffen, ja. Und dann irgendwann 2021 hat sich das alles wieder so ein bisschen normalisiert, dann wurde es auch wieder besser und dann hat sich es tatsächlich auch sehr positiv entwickelt, was wir gemacht haben. Wir haben es geschafft, unseren Umsatz zu 50% zu steigern, eben mit den Ideen. Und da war ich auch wirklich sehr, sehr stolz drauf. Und die Arbeit hat sich halt auch einfach gelohnt. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viel Arbeit das wirklich war. Das waren halt immer 11, 12 Stunden Tage, jeden Tag auch, samstags und sonntags. Und und dann hat sich halt auch einfach wieder verbessert. Und es ging weiter und weiter. Und jetzt ist die GoPro überhitzt. Also heute haben wir es, ey. Aber zurück zum Thema. Also jetzt wisst ihr schon mal grob, was ich beruflich mache. Thema YouTube. Also das ganze Thema Film wollte ich eigentlich schon seit mehreren Jahren machen, aber irgendwie, ja, ich war immer so total kamerascheu, also mir war das immer so super unangenehm, obwohl ich es eigentlich immer wollte, weil ich habe es immer geliebt, wenn ich irgendwo war, wollte ich eigentlich immer meine ganzen Freunde mit dabei haben und sagen, komm, ich habe die dann mit FaceTime angerufen, guck mal, wie geil hier und komm noch dazu und wie auch immer, dass wir gemeinsam den Vibe halt auch einfach erleben, ne? Und ich habe da total Freude dran, Leute auch zu zeigen und meine Liebe dafür zu zeigen, weil ich schon sagen würde, dass ich einer bin, der leicht zu begeistern ist und der irgendwie fast alles geil findet. Ne? Und es gibt nichts Schöneres, als auf solchen Automobilen-Events zu sein. Und all mein Geld, was ich in der Zeit irgendwie mal verdient habe, habe ich in Autos und Events reingesteckt. Ich habe mich immer versucht, so zurückhaltend wie möglich zu leben in den Sachen. Also ich habe nie wirklich so super krassen Scheißdreck irgendwie gekauft, diesen ganzen Kleinkram. Ich war nie feiern, ich konnte damit nie was anfangen. Ich habe nie groß Geld für Alkohol ausgegeben. Ich trinke gar keinen Alkohol, ich trinke keinen Kaffee, kein nichts und bin nie groß weg. Ich habe nie groß Geld für Urlaube ausgegeben. Da halt auch noch so ein Thema, was ich kurz einfügen werde, weil mich viele gefragt haben, warum ich so oft auf Mallorca bin. Das ist ganz einfach. Meine Freundin ist da geboren und aufgewachsen. Sie ist halb Mallorquinerin und halb deutsch. Und sie spricht auch dementsprechend ganz normal Deutsch. Und deswegen fliege ich halt relativ oft rüber. Aber dann denken die alle, ja, hast du ein Traumleben, bist du auf Mallorca. Ja, aber Leute, ich nach Mallorca fliegen ist günstiger wie von hier nach Kano, halb Deutschland oder so. Du zahlst da für einen Flug, wenn es hochkommt, mal 80 Euro hin und zurück maximal. Und da drüben lebe ich von den Kosten genauso wie hier, weil ich halt bei ihr lebe. Ne? Da muss ich genauso Essen zahlen, muss ich hier genauso. Also das macht eigentlich jetzt keinen riesen Unterschied, wenn ich das einmal im Monat mache. Es ist Geld, brauchen wir nicht drüber reden, aber das ist nicht mal eine Tankfüllung mittlerweile, muss man auch so sehen. Und deswegen bin ich halt auch fast meine ganzen Urlaube halt auch immer da. Und ich lebe nicht in Miete. Ich habe mich da versucht, so klein wie möglich zu halten, weil ich sage,
Wofür soll ich Miete nehmen? Ich liebe Autos, ich brauche keine große Wohnung. Sonst habe ich keine krassen Luxusgüter. Ich habe mir einmal eine Uhr gekauft, weil ich gesagt habe, ich wollte immer mal einmal eine Uhr haben, weil ich halt gern, weil ich immer auf die Zeit gucke. Und dann möchte ich jetzt keinen Scheißdreck kaufen, sondern irgendwas, was auch wertstabil ist. Klar, es ist auch mal ein Invest gewesen, aber das Geld ist ja nicht weg, das ist ja quasi da angelegt. Ich wollte halt, wenn, dann versuche ich immer so ein bisschen was Wertstabiles halt auch zu holen. Jedenfalls, da habe ich mich wirklich versucht, immer einzuhalten. Und wie kann ich mir die Autos leisten? Also, ich habe all mein Geld, was ich irgendwie verdient habe, da reingesteckt. In meiner damaligen Zeit, in meiner Ausbildung etc., habe ich mein ganzes Ausbildungsgehalt immer auf die Seite gelegt, weil ich wusste immer, wie ich mir ein Auto kaufen. Und ich habe nur von dem Geld gelebt, wo ich nebenher noch bei meinen Eltern in der Firma verdient habe. Und bin davon mal abends essen gegangen oder so, habe was mit Kumpels gemacht, obwohl sich das auch immer in Grenzen hielt eigentlich. Ne? Und somit habe ich halt quasi 4-5 Jahre lang schon all mein Geld gespart. Und klar, in der einen Zeit, wo ich das alles in mein Auto investiert habe, ja. Aber als ich das dann auch verkauft habe, hatte ich ja quasi das Geld auch wieder auf der Seite und habe dann mein ganzes Ausbildungsgehalt auf die Seite gelegt und alles, was ich bei meinen Eltern verdient habe, habe ich ihm ausgegeben. Und den F-Type, den habe ich dann geleased. Also ich habe dann irgendwann gesagt, okay, komm, jetzt lass es mit dem ganzen Tuning-Kram, das bringt nichts, da verbrennst du nur Geld. Und irgendwie habe ich dann nicht so einen wirklichen Mehrwert davon. Jetzt hol dir halt mal was. Und dann habe ich mich halt umgeschaut und habe so gerechnet, wo was wie drin wäre. Eigentlich wollte ich immer ein C63 Coupé haben, bin dann aber irgendwie zum F-Type gekommen, weil ein Kumpel mal einen hatte. Und da bin ich mitgefahren und war so begeistert, dass ich halt zuerst, bevor ich zum Mercedes bin ich zum Jaguar-Händler gegangen. Und habe mich dann reingesetzt in das Auto und Leute, ich kann euch sagen, ich war da so verliebt. Ich bin da reingesessen und dieses Gefühl, was ich immer gesagt habe, dieses Eingepferchte, ne, diese Sitzposition, die Materialgüte, dachte so, oh mein Gott. Unfassbar, weil wie gesagt, wenn einer, der von dem Opel Insignia Kombi kommt, da rein, das war ja ein Riesenstep. Und ich sagte, das muss er werden. Dann habe ich also ein bisschen recherchiert und geguckt und habe gemerkt, oh, die sind ja wirklich nicht so wertstabil. Und zu der Zeit gab es sehr, sehr, sehr gute Leasingangebote. Und dann habe ich mich halt für Leasing entschieden. Ja, und als ich den dann hatte, hat sich halt auch nochmal viel geändert. Keine Ahnung, ich habe mich noch nie so wohl gefühlt. Ich habe mich noch nie so identifiziert gefühlt. Ich habe mich mit Leuten getroffen, die so sportwagenaffin waren, die fahraffin waren und das hat sich wirklich von Herzen richtig angefühlt und ich bin auch auf Events gegangen und es war alles so stimmig und so toll und habe bemerkt, das ist es einfach und da möchte ich hin und somit habe ich mich dann eben überrungen zu sagen, jetzt ist es Zeit, jetzt machst du die Videos und habe dann einfach die Kamera genommen und gesagt, egal wie, so war ich sowieso schon immer, eigentlich sobald ich irgendwie was unangenehm oder vor irgendwie was Angst hatte, habe ich gesagt, jetzt erst recht, jetzt musst du es machen und somit habe ich dann die Kamera einfach genommen und angefangen zu filmen, obwohl ich super kamerascheu war. Aber ich habe angefangen zu filmen, habe irgendwie mal rumprobiert, habe gesagt, zur Not nimmst du es halt nett, aber fang einfach mal an. Und dann habe ich dann halt einfach gemacht. Und jetzt seit Anfang 2022 habe ich eben angefangen, die Videos hochzuladen. Und es glaubt nicht, was für einen Spaß das macht. Es fühlt sich so dermaßen richtig an. Ich liebe es und es ist genau meins. Es ist genau das, wo ich schon immer hinkommen musste eigentlich halt auch, weil das bin ich, Autos und die Leidenschaft, die Liebe für Autos übermitteln und es gibt einfach wenige Sachen, die noch schöner sind, als damit euch Freude zu bereiten, als da eine Gemeinschaft aufzubauen, wo wir gemeinsam dieses Thema einfach leben können und ich kann euch sagen, ich habe große Pläne, ich möchte noch mehr Zeit und Energie da reinstecken und ich bedanke mich über jeden Support über euch und das ist mir auch das Allerwichtigste, alles, was ihr dann auch bei mir reinsteckt, in Views, Likes, Kommentare, was auch immer, versuche ich in Zukunft halt auch an euch zurückzugeben, weil ich profitiere von euch und genauso müsst ihr von mir halt auch profitieren, abgesehen von den ganzen Videos. Ich versuche, dass wir dann immer so eine Gemeinschaft zu machen, dass es immer eine Win-Win-Situation für beide wird. Und ja, das ist wirklich krass. Momentan ist es halt leider noch so ein bisschen eingeschränkt, weil es ist halt alles andere als einfach. Mein Arbeitsalltag sieht halt einfach so aus. Ich gehe in die Firma, gehe arbeiten, komme dann so 18, 19 Uhr nach Hause, mache dann so ein bisschen Haushalt etc. Ne? Dann von 9 bis um 11 YouTube schneiden, Pläne machen, Events planen etc. pp. Instagram. Und von 11 bis 12 Stunden FaceTime mit der Freundin schlafen. Jeden Tag. Und jede Freizeit und jeden Cent, den ich quasi einnehme, investiere ich da rein. Natürlich habe ich auch noch ein bisschen Zeit für meine Freundin. Das ist dann so ein bisschen Ausgleich, wenn ich dann auf Mallorca bin, sie besuche etc. Aber da bin ich halt auch von ihr von Herzen dankbar, dass sie das so mitmacht und auf die Events mitkommt und mir dann auch beim Film unterstützt etc.
Aber wie gesagt, es ist halt noch so ein bisschen eingeschränkt, weil ich habe halt nur eine eingeschränkte Zeit. Ich würde am liebsten viel mehr Videos machen und viel mehr hochladen, aber ich komme mit dem Schneiden einfach nicht hinterher, wie einmal die Woche. Es ist so viel Arbeit, das zu machen. Und ich muss halt auch noch mal dazu sagen, ich mache alles selber. Ich filme alles selber. Klar, manchmal habe ich meine Freundin dabei, die mich so ein bisschen unterstützt. Ich schneide aber hundertprozentig alles selber. Die Webseite, die wir gemacht haben, da hatte ich Unterstützung von einem Kumpel, weil ich die Fähigkeit nicht davon hatte, aber trotzdem, der ganze Content, das kommt alles von mir, die Thumbnails, alles hundertprozentig von mir. Und viele Sachen weiß ich ja noch nicht, wie das geht. Das heißt, da muss man sich erstmal informieren, da muss man probieren und machen. Und es ist unfassbar viel Arbeit, aber ich liebe es, diese Arbeit zu investieren. Und es waren viele Nachtschichten schon dabei, Samstag und Sonntag wirklich immer, wird alles da rein investiert, aber es macht einfach Spaß. Und sobald es Spaß macht, ist es halt auch einfach keine Arbeit mehr. Und das ist halt auch nochmal eine Sache. Da will ich aber eigentlich noch mit einem separaten Video drauf eingehen, weil das würde jetzt in den Rahmen springen. Auch nochmal Thema Menschenentwicklung. Und weil ich muss sagen, ich habe eine große Entwicklung, würde ich sagen, jetzt schon hinter mir. Ich hatte auch schon Burnout mit 17 und kann dazu auch schon mal viel sagen zum Thema Arbeitseinteilung, zum Thema Fokus, zum Thema, wie setzt man seinen Fokus richtig, wie materialisiert man dann halt auch einfach. Ne? Und abgesehen vom Materiellen, wie wirst du glücklich? Das sind so die großen Themen, die ich halt in meinem Leben angehe. Und da habe ich, würde ich schon sagen, viel Erfahrung mit gemacht. Ich werde auch in meinem weiteren Leben quasi viele weitere Erfahrungen damit machen. Aber da möchte ich ein separates Video nochmal machen. Falls es euch interessiert, schreibt da gerne mal drunter, ob es euch interessiert, meine Erfahrungswerte einfach mal mitzugeben zum Thema Geschäft, zum Thema, wie ermögliche ich mir sowas? Hätte ich nie gedacht, dass ich das irgendwie mal hinkriege. Aber mit Manifestieren, mit den Fokus richtig legen und all das, da geht so viel, Leute. Das kann ich euch sagen. Und wenn ihr das sehen wollt, schreibt es gerne mal drunter, dann mache ich da sehr gerne mal ein Video drüber. Mich fragen auch sehr, sehr viele Leute mittlerweile. Ich helfe da auch sehr, sehr gern, weil eines kann ich euch sagen, das ist eine Sache neben Autos, wo ich merke, das ist so der Sinn des Lebens, ist Menschen helfen und Menschen unterstützen und füreinander da sein halt einfach. Ach, wird doch ein etwas längeres Video. Ich hoffe, ich bin nicht zu sehr in den ganzen Themen hin und her geswitcht. Aber eins möchte ich noch abschließend sagen. Das ganze Thema YouTube mache ich nicht, und das kann ich euch zu 1 Milliarde % versprechen und bestätigen, mache ich nicht, um irgendwie berühmt oder irgendwie sonst was zu werden, sondern im absoluten Gegenteil, das ist genau das, wovor ich am meisten Angst habe. Sondern ich mache es wirklich nur rein aus der Leidenschaft und aus dem Herz, dass wir gemeinsam einfach diesen Vibe leben, und weil es ist einfach wert. Und es macht eine große Freude, und ich kann euch genauso versprechen, dass ich in Zukunft noch mehr Energie da reinstecke, und falls ich immer mal auch monetär was einnehmen sollte, alles genau da reinfließt, weil ich möchte unbedingt irgendwann mal mehr Videos machen. Das heißt, irgendwann, wenn ich es mal schaffe, vielleicht jemanden zu finanzieren, der mir hilft beim Schneiden etc. oder zum Filmen oder sonst wie, das wird dann genau so gemacht, das Thema noch größer zu machen und noch mehr Videos euch zu bieten und noch mehr Freude und dass wir uns dann auch mal treffen können auf geilen Events und dann gemeinsam labern und gemeinsam. Das Thema Vibe ist für mich halt eine ganz große Sache, weil es ist doch genau das, was man im Leben möchte, die Emotion dahinter, die Lebensfreude dahinter, und da einfach euch die Plattform dafür zu bieten und dass wir das gemeinsam eben machen. Ich hoffe sehr, dass es jetzt ein bisschen Klarheit gebracht hat und dass jetzt so gewisse Vorurteile auch ein bisschen gerupft hat, dass ich jetzt kein verwöhntes Millionärssöhnchen oder so bin, sondern dass wirklich alles sehr intensiv und hart erarbeitet wurde. Und denn für mich im Leben ist es einfach das Wichtigste, glücklich zu sein und das zu machen, wonach das Herz schreit. Und mit YouTube habe ich es halt einfach gefunden und möchte das halt einfach weitermachen. Und da auch nochmal ein ganz riesen Dank an euch. Und wenn ihr mich da so ein bisschen unterstützen wollt, wie gesagt, über so Kleinigkeiten wie ein Abo, Kommentare, Likes etc., sowohl hier auf YouTube als auch auf Instagram, ist es schon mal ein riesen, riesen Schritt getan. Und ich bedanke mich da auch nochmal aus ganzem Herzen für alles von euch und dass ihr auch bereit wart, jetzt das Video über mich hier anzugucken und dass wir gemeinsam den Weg gehen. Damit wünsche ich euch auch nochmal einen traumhaften Tag und bis zum nächsten Mal. Macht's gut und bis dann. Ciao.